Ja, dann warte mal noch eins, haben wir hier schnell noch die zwei Kisten und dann gleich geht's hier weiter mit dem nächsten Level. So, 40 Gil, sage ich jetzt aber mal, von Final Fantasy. Hört sich besser an, wie Gank oder Gank. Oder was ist das für eine Währung? Ja, unbegreiflich. Naja, her damit. Danke. So, scharfer Zahn erhalten. Yay! So, kann ich die schon ansprechen? Mal gucken. Test. Leider stecken wir noch in der Vorbereitung. Alles klar. Okay. Dann gehen wir weiter. Auf zur nächsten. So, Audienz beim Bürgermeister. Yeah. Und los geht's. So, ein Stückchen vom Bierchen. Mmh. Oh, geht runter wie Öl. So. Oh, wer ist das? Das ist der Bürgermeister, oder was? Die Stadt ist in drei Bezirke unterteilt. Zwei davon, der östliche und der westliche, bilden eine eigentliche Stadt. Als eigentliche Stadt, ja. Während der Norden die Arena beherbergt, zum Westen gibt. Ja. Oh je, seht dort, einzelner Mann kämpft mit Alleingang gegen Monster. Achso, das ist ja die gesprochen hat. Deswegen wurde ich mich gerade ein. Uff, puh, puh. Euer Majestät, Seid ihr es wirklich? Na, wenn das nicht der Bürgermeister dieses sonnenverwöhnten Kleinods von einer Stadt ist. Doch sag mir, alter Freund, warum bist du denn du hier auf dich allein gestellt? Ich habe mich den Angreifern in den Weg gestellt, um meine Bürger die Flucht zu ermöglichen. Doch, oh, welche Schande. Für die Stadt an sich konnte ich nicht viel tun. Unsinn, deine geliebte Stadt steht immer noch und deine Entschlossenheit, dies bis aufs Blut zu verteidigen, ist der Beweis, dass deine absolute Hingabe. Du bist ein Vorbild für uns alle. Doch nun solltest du dich zurückziehen und es uns erlauben, an deiner Stadt die Verteidigung für Kux zu übernehmen. Beschütze yes. Den Bürgermeister. Yeah. Okay, mal gleich einen Koloss hier und Kohlemann an die Fresse. Dankeschön. Stopp. Yeah, er ist gestorben. Gib mir eine Medaille. Yes. Prima. Medaille her. So. Bam. Muss ich erstmal hier ein bisschen aufräumen. Wir wollen ja nicht, dass er gleich hier stirbt. So, wer hat damit? Achso, ja. Ich muss echt noch ein bisschen lernen, mit den ganzen Kreaturen noch ein bisschen umzugehen. Wer hat schon wieder Levelaufstieg? Ah, schon. Dann wieder Levelaufstieg. So. Gehen wir mal kurz hier hoch. Was gibt's hier oben? Eine Flasche MP. Cool. Ah, da ist eine Truhe. Ach, wo kommt die denn her? Ah, ich wollte doch die Truhe aufmachen. Kobold-Medaille gefunden. Mit der langen Zunge. Interessant. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist doch schön. Ein kleiner Heimvorteil. Ja, da haben wir mal klein mal rein, das Ding hier. Und wir Level up. So, als nächstes das da. Oh, mein Kreuz. Tut weh. Bam. Okay, ein Tor schon mal zu. Okay. Eine Horde weniger Gegner. Gehen wir wieder zurück. Da ist wieder ein Golem. Stirb. Schön, jetzt müssen wir schnell zurück. Der Bürgermeister ist in Gefahr. Ah, scheiße, Mist, verdammt. Ja, muss ich halt so machen. Gott, was ist hier los hier? Alle Gegner. Stirb doch mal.
Energie. Magische Tierhaut. Ah, der macht eine Bombe. Oh, ist auch ein Golem. Das wird ja super klappen. Wenn ich den jetzt auch noch bekomme, habe ich hier zwei. Das wäre super. Game over, my friend. Perfekt. Und her damit. So. Zwei Golems. So muss es sein. Safety. Habe ich hier erstmal safe, würde ich sagen. Das gehe ich erstmal darüber. Und du auf die. Yeah, perfekt. Ui, das ging ja auch gut. So, jetzt muss man hier ein bisschen aufräumen. Es sind ein bisschen zu viele Gegner am Anmarsch. Da ist noch so ein scheiß Tor. Müssen wir auch mal fertig machen. Wegräumen hier. Da kommt schon wieder ein Golem. Verdammt. Das ist nicht gut. Okay, erstmal wenigstens tot. Bam. Und wieder Leben. Stirb. Achso. Ah. Oh. Alles klar. Ich hab gar nichts gemacht. Ist einfach umgefallen. この可愛い高ぜ。肌を焼く強い日差し。美術大会に出ていた頃の思い出すの。いいですね。私、ディルクさんとも勝負してみたいわ。ここで決めるわ。いや、いつもフォーターやるって。いや、失敗。お、未来の塔、そう。schön。 Jetzt schnell da hinrennen. Wir haben da oben noch ein Tor, dann wäre dann alles vorbei. Hä? Nimm doch an. So, Dankeschön. So. Ui, ganz schön viele Items hier rumliegen. Letzte Welle, noch ein paar Mods übrig. Alles klar. Das ist doch super. Sind dann hier auch Kleider mit fertig. Im Bürgermeister sieht es noch gut aus. Alles klar. Wir sind jetzt alle tot. Schön. Nee, keine Medaille brauche ich nicht. Okay, unsichtbare Mauer. Warum nicht? Auch unsichtbar? Nein. Alles klar. Was sind das denn für welche? Oh. Eierzack. Ja, zack. Stirb. Oh. Verdammt. Oh, die nerven hier langsam. Boah, da kommen ja immer mehr von den Typen. Scheiße. Haben wir nicht irgendwo eine Flasche gesehen? Nee, da ist es auch nur Energiekrank. So, haben wir das auch? Hat er eine Medaille fallen lassen? Nein, scheiße. Ist das auch tot? Hat er eine Medaille? Yes, schön. Aua. Ich kann die nicht. Und zerdrehen die Flucht dann. Na, endlich. Wird doch langsam Zeit. Ja. Schick. Haben wir doch geschafft. Yes. Ja. Hurra, Freunde. Die Westteile ist unser. So, warte mal. Hurra, Freunde! Der Westteil ist unser. Gute Arbeit. Alle miteinander. Bürgermeister, hast du etwas zu sagen? Ihr seid so scheiße. Eure Majestät, erlaubt mir euch ein
euch und eure Gefährten im Namen Zirkus unseren tiefsten Dank auszusprechen. Ihr habt unsere geliebte Heimat vor den sicheren Ruinen bewahrt. Hey. Bescheiden ist fehl am Platz, alter Freund. Schreite hoch erhobenen Hauptes durch die Stadt. Zirko kann stolz sein, seinen Bürgermeister wie ich zu haben. Ja. Doch lass uns die Verfolgungsbrechen zurückkehren und eine Strategie zur Eroberung des Ostteils ersinnen. Bürgermeister, erweist uns die Ehre deiner Gesellschaft. Zum Wolkenbrecher, Majestät? Ja, du hast richtig gehört, Wolkenbrecher. Die stolz fliegende Festung, die wir zu unserer Heim- und Hauptquartier erkoren haben, man wird deine Wunden dort gut versorgen. Es wäre mir eine Ehre, Eure Majestät, wenn ich euch dahin begleiten dürfte. Speichern. Wow, wow, wow. Wow-wee. Euer Majestät, ich danke euch, dass ihr uns zur Hilfe gekommen seid. Wärt ihr nicht gerade rechtzeitig erschienen, so wäre das Schicksal Zirkus und somit auch meines ohne Zweifel besiegelt worden gewesen. Stell dein Licht nicht unter die Scheffel, Freund, dass du es geschafft hast, die Stadt ganz allein zu halten, grenzt an ein Wunder. Hätte ich selbst nicht besser machen können. Ja. Erstmal ein Schlückchen. So. Aber Zirkuk ist doch noch nicht außer Gefahr. Wir müssen umgehend die verbleibenden Distrikte befreien. Der Ostteil und die Arena sind weiterhin mit Händen der Monster. Hi. Eure Majestät haben recht. Ich habe bereits eine passende Strategie entsonnen. Als erstes sollten wir die Gunst der Stunde nutzen und uns den Ostteil der Stadt vornehmen. Und dort hieß es nicht gerade, dass wir keine Zeit zu verlieren haben. Keine Sorge, Mörster, wir kümmern uns darum. Die Monster werden in ihr blaues Wunder erleben. Mit welchen tapferen Rettern wir doch gesegnet sind. Erlaubt mir, euch diese hier als Zeichen unserer Dankbarkeit, als Anerkennung eurer Fähigkeiten im Kampf zu überreichen. Heiliges Barthaar. Heilungssteine. Heilungssteine, was ist das? Ich vergaß, ihr beide seid mit diesen Wunderwerken noch nicht vertraut. Wie der Name schon vermuten lässt, wurden diese Steine mächtige generative Kräfte inne. Ja. Ein Heilungsstein kann nicht nur deine eigene, sondern auch die Wunde deiner Verbündeten heilen. Klingt in der Tat so, als wäre sie hilfreich, Bürgermeister. Ja. In der Tat so hilfreich. Aha, also... Ich habe einen Heilungsstein. Ist er hilfreich? Seid ihr da sicher? Die sind doch bestimmt äußerst wertvoll. Zirkus steht zu tief in eurer Schulter, als dass ich die mit solchen kitzigen Kickerlitzchen begleichen ließ. Zudem werdet ihr sie benötigen, wenn ihr die anderen Distrikte erobern wollt. Naja, okay. Schön, jeder hat ein Level ab. Oh, Ayla hat gleich 2 Level. Elena hat auch 2 Level. Ich und Daniel. Also meine Freundin und ich haben wir was nur 1 Level. So. Aber wieder Geld, Goldklumpen, schön. So, Wolkenbrecher. So, erstmal verkaufen. Verkaufen, ja. Zutaten. Goldklumpen, wie viel haben wir denn? 8 Stück. Yes. Halt, nein. Kaufen. Haben wir da irgendwas Neues? Nix. Och nö. Oh komm. Ist halt zu langweilig. Nein, wie nix loswerden. Also, okay, alles klar. Nein. Ist coole Sprache für die Verlässerten oder Spaß draus machen. Ich bin ja nicht so. So. Und wieder runter. Und wieder das andere. Ich brauche Geld, Geld. Oh, da hinten ist was. Ach, was? Gelobt die Göttin. Oh, du bist jetzt eine Heilungsstein gesegnet. Yeah, die Kräfte, die diese Steine halten können, in Zeiten engste Not freigesetzt werden. Doch einmal angewandt, verschwinden die. Die besagte Macht in den Äther. Jedoch müsste Steine nicht im gelehrten Zustand bleiben. Ihre Macht kann durch die Kraft des Gebetes wiederhergestellt werden. Sollst du dich in der Situation wiederfinden, deine Heilungssteine eine Segnung bedürfen?